Hallo und herzlich willkommen zur finalen Dark Ride Challenge Auflösung oder wie soll ich es auch immer nennen, ich weiß es nicht. Ich darf die Jungs natürlich auch begrüßen, den Mitaro und den Rick, die sind mit dabei, die das hier auch mit uns machen können, dürfen, mit mir zusammen. Was natürlich, bin ich hier eigentlich? Und ja, du bist wieder fit, dabei. Hey! Ja, ich bin wieder fit, genau. Umso passender, ne? Wir nehmen jetzt gerade am Dienstagabend auf und quasi morgen kommt Planet Coaster 2. Und der liebe Rick hat ein bisschen recherchiert, das kommt erst um 4 Uhr. 16 Uhr ist bei uns, ja. 16 Uhr, ja, schade eigentlich, weil ich habe mir Urlaub genommen, ne? Ich habe auch frei, ja. Ja, du hast auch frei. Ich wollte eine Nachtschicht machen, du. Ich wollte um 23 Uhr aufstehen und durchballern, aber ja, ist ja, wohl nicht. Ja, hatte ich auch so gedacht und umso schöner ist es, dass wir zu dritt jetzt hier dieses Video aufnehmen und euch mitteilen können, wer denn überhaupt diesen wunderschönen goldenen Seven Sense Pokal gewonnen hat. Und, ist ja tatsächlich gar nicht so einfach, ne? Bei den ganzen klasse Einsendungen. Ja, definitiv. Also das war wirklich, wirklich grandios, was ihr uns da geschickt habt. Und was soll man dazu sagen? Der eine, oder was heißt einer, waren alle einfach fantastisch, ne? Also jeder hatte so seine Ideen und Einbringungen da reingebracht und man hat gesehen, dass jeder von euch so seine Vorlieben hat, in welche Richtung dieser Dark Ride geht. Ja, also die waren sehr unterschiedlich. Ja, bei Chrissy dieses Horror, ne? Also das ist so ihr Thema, ihr Ding, ne? Und das hat sie, das sieht man auch einfach an dem Dark Ride, wie viel Liebe da reingesteckt worden ist, wie viel DMTK-Teile, will man gar nicht drüber sprechen, aber natürlich, Kasten Media hat natürlich gefehlt. Hat sich auch der ein oder andere gewünscht, was man dann auch bei dem Interview dann erfährt, was bei uns auch zu finden gibt. Die ganzen Challenge-Videos sind natürlich auch bei uns verlinkt im Video, auf YouTube. Und da wurde aber wirklich nochmal zum Ende von Blanco 1 nochmal alles aus dem Spiel rausgeholt, was irgendwie möglich ist. Das ist echt Wahnsinn gewesen. Genau. Und das war auch das Schöne, jetzt nochmal kurz vor Schluss, dass die alle nochmal richtig Bock hatten, 4 Monate Bauzeit gehabt hatten. Der eine hat 4 Monate gebraucht, der andere nicht. Der andere hat erst eine Woche vor Abgabe angefangen. Also es ist schon cool, was da alles so passiert ist bei dieser Dark Ride Challenge. Und also uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Euch auf jeden Fall auch. Das sieht man ja bei den ganzen Dark Rides. Also ihr hattet da richtig viel Spaß dran. Und ja, der zweite Park war ja dann von Thrill Felix. Das war ja auch ein wunderschöner Dschungelpark, ja, mit mir als Abenteurer und war auch sehr, sehr nett und auch sehr, sehr cool. Und er hat ja auch dann geschrieben, von wegen seine Bauweise wäre nicht so toll gewesen, ja, aber das ist ja eigentlich vollkommener Quatsch gewesen. Das war ein fantastischer Dark Ride, also absolut. Und dann noch mit diesem schlechten Laptop, den er dann hat anscheinend. muss furchtbar gewesen sein, ja. Muss furchtbar gewesen sein, aber es hat ja dann auch irgendwo geklappt, ja. umso beeindruckender, was er rausgeholt hat, ne, aus der scheinbar nicht so wirklich vorhandenen Technik. Ja, genau, richtig. Und da hat dann auch wieder Kasten Media gefehlt, ne? Da hatten wir auch eine kleine Pre-Show, wie bei der Chrissy halt auch gehabt, ne? Wäre natürlich alles ein bisschen anders gewesen, wenn Sprache dabei gewesen wäre. Aber das sind alles Kritikpunkte, die nehmen wir gerne zu Herzen und werden wir dann auch natürlich bei dem nächsten Challenge eventuell mit einfügen, sofern es möglich ist. Wir sind ja auch immer dankbar für euer Feedback. Ne? Wir wollen ja auch, dass die Challenges besser werden. Also richtig. Für uns wie auch für euch ist ja für alle besser, wenn wir die Sachen so machen können, wie sie den meisten Leuten am besten gefallen. Genau. Ja gut, mit der Aqua Challenge können wir ja beim zweiten Teil erstmal warten, weil es kommt erst später, ne, Custom Media. Stimmt. Da war was. Mhm. Genau. Aber es kommt. Aber es kommt.
genau, es kommt. Ja, der dritte Dark Ride, der war dann von Sonic. Sonic ist ein altbekannter bei uns auf dem Kanal, der mit seinen 6 Packtouren, mittlerweile glaube ich 7. Packbewerbung schon. bei der letzten Packbewerbung, die er geschickt hat, möchte er gerne dabei sein, weil es wohl sehr viel zu erzählen gibt. Mal sehen, wann ich die Zeit finde und er auch die Zeit findet, dass wir uns da zusammen treffen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auch darüber. Das hatten wir ja schon mal gehabt mit dem Rillenfurz der Große, glaube ich. Hat man ja schon mal gehabt. Und ist natürlich dann auch interessant, wenn der Herr Bauer mit dabei ist und ein bisschen über seinen Pack erzählen kann. Ja, also Sonic werden wir immer weiter auf dem Kanal sehen, wenn er weiterhin so viel Zeug baut. Genau. Und ja, er hat einen Western-Bereich gebaut. Also hier sieht man auch wieder der dritte Dark Ride, ein komplett unterschiedlicher Dark Ride. Da hat man auch gesehen, die Liebe zum Detail, ne, dieses Western-Thema, das hat ihm einfach geleakt und die Animatronics waren ja eigentlich so auch ein kleines Highlight bei dem. Und, das war schon witzig, ja. Dass die Animatronics dann alle ihren Namen hatten, speziellen Namen, sage ich mal. Und das Easter Egg war auch ganz toll. So gesehen haben ja theoretisch noch mehr Leute bei der Challenge mitgemacht, ne? Waren ja alle vertreten da. Waren alle vertreten. Tatsächlich, ja. Die öfters auf unserem Kanal sind auf jeden Fall. Ja, genau. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Dark Ride auch. Die mit einer tollen Hintergrundgeschichte und auch die Lokomotive, die dann oben am Berg vorbeifährt. Also es sah wirklich alles super toll aus und man hat sich auch wirklich im Western gefühlt. Also das war schon... Bis zum Horizont das Thema durchgezogen. Finde ich immer super. Genau, richtig. Sehr immersiv. Richtig. Und er war auch der Einzige, der tatsächlich Gäste in seinen Park reingelassen hat. Stimmt, ja. Ja, als Begründung halt, hat er im Interview ja gesagt, weil es dann lebendiger aussieht, ne? Hat er auch recht, ja. Hat er recht gerade. Aber hier, es war ja alles erlaubt. Er hat alle Freiheiten der Welt, außer halt Custom Media. Ne, das war so das Einzige. Aber er hat es tatsächlich nicht gebraucht, war nicht nötig. Er kam auch so zurecht. Hat auch so funktioniert. Ja, genau. Und... Ja, der vierte Dark Ride war ja dann von Anaxagoras vom Cedric. Und auch ein sehr schöner Dark Ride. Auch ein sehr, sehr schöner Dark Ride. Wo so ein bisschen Mittelalter mit Piraten zusammengemischt ist. Und eine fantastische Kulisse, wie ich finde. Also, da fühlt man sich direkt in einer anderen Welt. Also das war schon nicht schlecht. Und der Dark Ride an sich, allein schon die Station, die war ja schon. Also ich glaube, man hat es am Dark Ride Video gesehen, wie begeistert wir waren, als wir da gesehen haben. Also das war schon. Er hat ja einen ganzen Themenbereich gebaut. Das war ja jetzt einfach nur ein Dark Ride. Ja, kann man wirklich so sagen. Mit 3 Fahrgeschäften, ne? Also 3. Eine Achterbahn, eine Floßfahrt und dann nochmal ein Flatride, ja. Also, und die passenden Eingänge. Es hätte so genauso in dem Park stehen können. Ja, schon cool. Genau, ein eigener Themenbereich, genau. Also auch wirklich super, super gebaut, super mit viel Liebe und Details. Aber es war schon fantastisch. Also die Station, die flasht mich heute noch, genauso wie bei Chrissy auch. Das war auch eine Wahnsinnsstation. Also das war Hut ab dafür. War schon so ein Wow-Effekt, wenn man da zum ersten Mal reinkommt. Also ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet, dass sowas kommt. Da hat man sich ja tatsächlich wie im Efteling gefühlt. Also ja. Der Efteling macht das genauso. Ne? Wunderbar. Dance Macabre jetzt hier, habe ich ein Video gesehen. Mein lieber Scholli, ey, das ist ja wieder ein Wahnsinnsteil. Noch habe ich es nicht gesehen, noch weiß ich nichts. Ne, ich weiß, was es ist, ich habe es noch nicht angeschaut. Ich weiß, was es ist, aber ich habe noch nicht reingeschaut, also ich habe es noch nicht fertig gesehen. Also, es ist der Wahnsinn. Also das, was ich da gesehen habe, ich musste auf jeden Fall mal hin und ich musste diesen Dark Ride fahren. Also, es ist unfassbar, was die da hingebaut haben mal wieder.
Also. Ja, ich war ja vor kurzem erst da. Guck mal, diese Baustelle anschauen. Da war es noch nicht fertig. Ja, da war es noch nicht fertig. Das ist schon voll lange am Bauen, ne? Also, es ist. Es war schon am Bauen, wie ich. Boah, jetzt muss ich fast lügen. Ich glaube, 2015 war ich das letzte Mal da. Da haben die schon damit angefangen, grob. Da war ja vorher was anderes drinne, glaube ich. Gott, ich. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier falsch liege. Ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, weil ihr macht das ja gerne. Wenn ich irgendwie falsch liege, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Deswegen rein damit. Deswegen sage ich jetzt auch einfach. Ich meine, da war vorher was anderes drin und das mussten die erstmal rausbauen, bevor die überhaupt Dance Macabre da reinmachen oder sowas. Ich glaube, da war irgendwie sowas. Ich kann mich auch mir auch irren. Vorstellen. Ich kann mich ich auch halt, irren. Als ich das letzte Mal davor in dem Park war, das ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was da damals stand. Also ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich weiß auf jeden Fall, als ich 2015 oder 2016, ich krieg's nicht mehr so ganz auf die Kette, wann ich das letzte Mal da war, aber da war diese Baustelle schon. Das weiß ich. Ich kann da gar nicht mitreden, tut mir leid. Ja, ist ja eigentlich auch gar nicht wirklich das Thema. Also, was wir sagen wollen, ist einfach, dass es super schön thematisiert wird. Aber so schwappt das über, ne, mit Dark Rides. Also wenn ihr mal da richtig, richtig gute Dark Rides sehen wollt, dann müsst ihr tatsächlich in den Efteling mal fahren. Also die haben, was Dark Rides angeht, ich glaube, mit Dance Macabre ist es der dritte oder vierte, den die haben. Fragst du mich was? Keine Ahnung. Also die haben auf jeden Fall viele sehr gute Dark Rides, ja. Ja, ja, ja. Auch, also ist wirklich auch ein super toller Park. Nicht nur die Dark, wegen Dark Rides oder so, aber an sich ist das ein wirklich toller, ja, kann man sagen, Märchenpark, ne? So ein bisschen. Ja, so ja. Ein bisschen. Ja, stimmt schon. So ein Märchenpark, ne? Aber wirklich ja, ein sehr, 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 sehr hübsch und sehr detailreich auf jeden Fall. Und, aber ich schwapp über, kommen wir wieder zurück zum Anaxagoras Cetrix, einem Dark Ride, der im Stile eines Efteling gebaut worden ist, sag ich jetzt einfach mal. Ja, hast du schön zusammengefasst. Ja, das war auch wieder ein fantastischer Dark Ride. Also da hat man sich wirklich immer weiter auf den nächsten Dark Ride gefreut und man hat sich immer gedacht, boah, was soll denn da noch kommen? Boah, was soll denn da noch kommen? Ja, was soll denn da noch? Also seid ihr verrückt oder was auch immer? wir wussten gar nicht mehr, was sollen wir denn da machen? Das geht ja gar nicht. Ja, und dann kommt irgendwann Random Blanco nochmal, ja? Der letzte Dark Ride. Ja, von, ja, der legt dann auch nochmal. Der legt dann auch nochmal einen drauf. Das, was der in einer Woche da gebaut hat. Also das ist das. Ist auch eine gute Story gewesen, ja. Ja, so nach dem Motto, oh, ich habe ja ein bisschen Zeit, ne, kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Oh, wann müssen wir abgeben? Oh, ja, dann legt der los, ja. Der Random. Also, das war auch nicht schlecht, was er dann da in einer Woche auch da hingezimmert hat, muss man ja wirklich sagen, war ja auch schon fantastisch. Ist schon beeindruckend, ne? Gerade in einem kurzen Zeitraum. Ja, ja, ja. Und war auch ein genialer Dark Ride und auch wieder ein komplett anderer Dark Ride, auch wenn man den so ein bisschen auf Horror machen kann oder ist der allerdings mehr so in die Schiene. Ja gut, es war Bergmine, ne? Es ist mehr so, genau. So eine Mischung aus anderen Themen gewesen. Ja genau, richtig. So Bergbau und sowas, ne? Also, gibt doch so einen anderen Namen dafür, so. Ist das so? Ja, die im Untergrund irgendwo bauen, also da die Untertage. So. Ach so. Das wollte ich sagen. Untertage. Das so mehr in diesem Stile ist, ja? Also schon ein bisschen Horror. Aber dann doch eher so mehr Berg und Untertage, ne? Sowas. Also ich habe mich da drin sehr schnell verlaufen. Ja, also es ging schon gut ziemlich gemacht. Oft dieselbe Strecke wieder zurück, ja. Das war wirklich Klasse. Hat sich halt gekreuzt, ne? Ja, ja. Es ist halt sehr viel Strecke auf sehr kleinem Platz gewesen. Genau, richtig. Aber es war wieder wirklich sehr, sehr toll. Und wir haben ja schon mal von ihm auch einen Dark Ride gezeigt. Das ist schon ein bisschen was länger her. Der Warmwind-Farm-Park. Oh Gott. Ja, ich erinnere mich, ja. Das war an sich ja kein Horror-Dark Ride oder sonstiges, aber es war ein Walk-Through, sagt man das? Walk-Through? Ja, alles richtig. Eine Maze war auf jeden Fall, eine Horror-Maze war dabei. Und die war auch cool. Ja, der Random weiß halt, wie das funktioniert, ne? Ja, und ich mit Dark Rides kennt er sich aus, mit Challenges auch. Der war ja auch schon auf einer anderen Challenge bei unserem Kanal auch schon dabei. Ja.
Und ich habe gehofft, tatsächlich ein bisschen gehofft, dass er wieder sowas macht. Weil ich fand's cool, dass kein Fahrgeschäft war, sondern wirklich so ein Walkthrough. Naja, gut, wir haben ein Dark Ride Challenge, ne? Das ist natürlich ein Ride. Ja, es ist aber dennoch immer noch ein Dark Ride. Es ist ja nicht so, es war ja keine Pflicht. Ja, es war, war sehr offen, ja, das stimmt. War alles offen gewesen. Du konntest bauen, was du wolltest. Ja, es musste nur geschlossen sein. Das war die Grundvoraussetzung. Aber ich meine, das heißt ja nicht, dass das nicht vielleicht nochmal kommt, ne? Nein. Es sind ja jetzt wieder sehr gute Möglichkeiten, Indoor und Dark Ride ähnliche Sachen zu bauen. Genau. Geht ja jetzt ganz gut. Ja, mit Planet Coaster 2, was wir alle wahrscheinlich alle schon gespielt haben jetzt zu diesem Zeitpunkt. Als das Video, ich bin neidisch auf alle Leute, die das Video gerade schauen. Ne? Wir dürfen es noch nicht spielen. Wir können noch nicht. Ja. Genau. Und aber wir sind mit Sicherheit schon mittlerweile ganz, ganz fleißig dabei. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Auf unserem Kanal, wenn ihr irgendwas von Planet Coaster 2 wissen wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Und Daumen nach oben wäre auch nicht schlecht. Könnt ihr auch schon mal machen. Und ja, jetzt bleibt ja eigentlich nur noch eine Frage offen. Ja, die schwerste von allen. Das habe ich auch mehrfach in den Kommentaren gelesen. Es ist einfach, keiner weiß so richtig, wie man das bewerten soll. Eben. Und ja, also wir haben uns wirklich lange Gedanken darüber gemacht, was wir überhaupt machen. Und es fiel uns so schwer. Und wir haben ja mit Chrissys Dark Ride angefangen. Mhm. Und wir wussten ja auch gar nicht, was kam. Wir haben nur Bilder gesehen. Ja, aber das Innere haben wir ja bei keinem Dark Ride, bevor wir das Video überhaupt aufgenommen haben, gesehen. Und was wir da... Wir wollen ja nicht gespoilert werden, ne? Wir wollen ja nicht gespoilert werden, das ist richtig. Das macht ja auch keinen Sinn, das macht auch keinen Spaß am Ende. Und ja, was soll ich sagen? In unseren Augen habt ihr einfach alle gewonnen. Ja. Definitiv. Ja. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, dass ihr alle tatsächlich einen Pokal bekommt. Weil wir können nicht einfach sagen oder einen einfach auspicken, ihr wart alle durch die Bank super. Ihr habt wahnsinnige Dark Rides für uns hier gezaubert und viel Zeit vor allem. Viel Zeit und Liebe und ach Gott, das war nee. Deswegen haben wir uns gesagt, ihr kriegt alle einen Pokal, ihr bekommt alle diesen 7-Cents-Pokal bekommt ihr und ihr werdet von uns angeschrieben, von mir oder vom Mitaro. Und ja, müsst uns dann nur die Adresse, dann schreiben wir uns die Adresse und dann bekommt ihr diesen Pokal mit zugeschickt und könnt euch erfreuen, an dieser Challenge dran teilgehabt zu haben und diesen einmaligen Pokal tatsächlich zu bekommen. Das ist richtig. Also diesen Pokal wird es kein zweites Mal geben. Das ist ich hätte auch gerne einen. Das ist tatsächlich. Kriegst du nicht. Ich zeige ihn noch ein bisschen näher. Es ist handmade. Ja, das ist alles gut. Das Ding an sich hat jetzt einen Computer gemacht, aber. Oder. Ja. Ist gar nicht wahr, das habe ich so erstellt. Das hast du so erstellt, gezeichnet. Ja, und der 3D-Drucker hat es gedruckt. Und der Drucker hat es gedruckt, genau. Dann seid ihr nochmal drüber gegangen. Guck mal, alle waren beteiligt. Ja. Also wir hatten tatsächlich anfangs gesagt, ja, nee, wir machen nur einen und dann picken wir uns einen raus und dann, aber nee, das hat uns so in der Seele wehgetan und es wäre einfach nicht fair gewesen. Umso mehr tut es mir leid für die anderen, die jetzt leider nicht abgegeben haben. Gut, können wir jetzt nicht ändern. Es haben nur 5 abgegeben von 10. Das sind immerhin 50%. Und ja. Ich ist doch auch so eine Art Dankeschön. Ja, genau. Richtig. Ich denke auch, das ist so eine Art Dankeschön von uns für euch.
Und in diesem kleinen Päckchen, das verrate ich jetzt nicht, ist noch eine kleine Überraschung, aber die werdet ihr dann sehen, wenn ihr das Päckchen zu diesem Pokal öffnet. Es ist aber, keine Sorge, es ist kein nichts Großartiges, aber nur eine kleine. Ist nicht noch ein Pokal. Ist nicht noch, ist nicht noch ein Pokal, genau. Genau. Und in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, haben wir es verkündet. Ihr habt alle gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch aus unserer Sache. Und ja, ich denke mal, uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, euch nochmal allen vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei mitgemacht habt bei dieser Dark Ride Challenge. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Challenge auch dabei seid, wenn ihr Bock habt. Und ja. Das werden wir dann wahrscheinlich wieder über den Discord machen. Ne? Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann kommt ihr auf den Discord. Genau, hier da ist unten in der Videobeschreibung ist der Link. Ja. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich bedanken fürs Zuschauen und mach's gut. Bis bald. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von